Ja, Daniel Ketteruel, 2:1 gewonnen hier zu Hause gegen die Würzburger Kickers nach einem 0-1 Rückstand. Das ist ein Heimsieg, Glückwunsch, aber das war eine zähe Angelegenheit, oder? Ja, auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel gekommen, haben nicht gut nach vorne gespielt. Ja, die erste Halbzeit muss man dann abhaken. In der Kabine haben wir dann gewaltigen Ärger bekommen, sodass wir mit neuer Power rausgegangen sind und haben direkt Druck gemacht. Erfolgreich. Ne? Das sah auch von außen wie zwei verschiedene Halbzeiten aus. So, erste Halbzeit sehr schläfrig, zweite Halbzeit dann so das Fortuna-Herz. Hast du eine Erklärung, warum das in der ersten Halbzeit nicht so der Fall war? Ich habe keine Erklärung dafür, warum wir so schwer ins Spiel gefunden haben und erst in der zweiten Halbzeit so richtig mit Herz gespielt haben. Aber umso schöner ist es, dass wir das in der zweiten Halbzeit umgedreht haben und trotzdem mit Herz und Leidenschaft gespielt haben und richtig dann 2:1 gewonnen haben. Von außen hast du das Südstadion so ein bisschen wieder wach geküsst. Wieder ein schönes Tor. Kannst du nur schön? Ich weiß nicht, ne? Das sind halt die Schüsse, die stark kommen, die wir immer trainieren. Und ja, dass er dann so wieder reingeht, passt natürlich. Ne? Die Stimmung war unter der Woche so ein bisschen negativ, weil man Meppen verloren hat, weil das Pokalspiel nicht so das Beste war. Was heißt dieser Sieg für die nächsten Wochen? Ja, der Sieg heißt auf jeden Fall, dass wir auch, wenn wir mal unzufrieden sind, trotz Sieg bei dem Pokalspiel war ja 1-0. Und wir waren zwar nicht zufrieden, aber dass wir uns trotzdem zusammenreißen und versuchen, jedes Mal wieder 3 Punkte zu holen. Und wenn wir dann wie in der zweiten Halbzeit so mit Herz spielen und kämpfen bis zum Schluss, dann ist das wieder die richtige Richtung. Ne? Wir müssen halt nur jetzt in den nächsten Spielen wieder von Anfang an so spielen, dass wir direkt von Anfang an von der ersten Minute brennen. Und dann wird das auch gehen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass es in den nächsten Spielen wieder so wird. Dann danke dir. Bitte schön. Markus Pazurek, 2:1 gewonnen gegen die Würzburger Kickers hier zu Hause im Südstadion. Glückwunsch. Ein Sieg nach dem Rückstand. Wie fühlt sich der an? Sehr gut. Sah in der ersten Halbzeit ja nicht so aus, weil wir das Ganze zu langsam gespielt haben. Und zweite Halbzeit haben wir wieder unser Fortuna-Gesicht gezeigt. Und ich denke, am Ende verdient gewonnen. Du hast das entscheidende Tor gemacht mit dem Elfmeter. Schuss gehabt? Wieso? Ich mache ihn noch rein. Nein, ich habe halt den Ball genommen, ob jetzt Kegel geschossen hätte oder Damani, ich denke, heute wäre er bei denen auch eingegangen. Jetzt habe ich das Ding gemacht und beim nächsten Mal macht es halt wieder ein anderer. Es war in der ersten Halbzeit eine relativ schläfrige Partie hier, vor allem von der Fortuna. Dann kommt die 55. Minute, wo Keita wieder ein schönes Tor schießt und das Südstadion so gefühlt wach küsst. Muss er für seine schönen Tore eigentlich langsam mal was ausgeben? Ja, haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch nicht gemacht bei unseren schönen Toren, von daher müssen wir ihm eigentlich die ganze Zeit was ausgeben und das werden wir auch sicherlich tun. Okay, aber letzte ernsthafte Frage. Die Stimmung war unter der Woche so ein bisschen negativ, weil man in Meppen verloren hat, weil das Pokalspiel auch relativ zäh war. Was bedeutet so ein Sieg nach einem 0-1 Rückstand? Ja klar, war die Anspannung wieder groß, um zu sehen, wie wir nach der Niederlage in Meppen reagieren, nach der ersten Auswärtsniederlage. Ja, und mit dem 2-1-Sieg heute haben wir halt wieder gezeigt, dass wir wieder erfolgreich sein können und so läuft das jetzt die nächsten Wochen noch nicht weiter. Freuen wir uns drauf. Danke. Gerne.